Angelo Calea ist seit 16 Jahren Koch im Flo. Er ist einer von 4 Köchen des Restaurants und Inhaber Andres Salazar ist froh, dass er ihn noch hat. Denn 2 haben in den Lockdowns gekündigt. Die verbliebenen Köche und die 3 Küchenhilfen schaffen den 2-Schicht-Betrieb 7 Tage die Woche nicht. Salazar hat den Laden mit seinem Bruder vor 35 Jahren übernommen. Es gab in all den Jahren noch nie einen Ruhetag. Seit einem Dreivierteljahr haben wir Mittwochsruhetag, weil mir 2 Köche fehlen. Also ein Koch und eine Küchenhilfe, 2 Köche, die würde ich jetzt sofort einstellen, wenn jemand kommen würde, der natürlich sein Handwerk beherrscht. Also so Küchenhilfen kriegt man ab und zu mal, aber es muss ja jemand sein, der sein Handwerk beherrscht. Auch unter der Woche ist der Weinheimer Marktplatz bei schönem Wetter gut besetzt. Draußen hat das Restaurant 100 Plätze. Da tut jeder Ruhetag dem Geldbeutel weh. Der Fachkräftemangel schlägt in der Gastro hart zu, weil... Sie sagen, okay, Wochenende Arbeit ist ein harter Job. Man muss gucken, Koch in der Küche zu stehen, 12 Stunden ist oder 10, 12 Stunden ist natürlich sehr anstrengend, ja. Ich glaube, die Bezahlung, da wird es nicht dran hängen, weil mittlerweile kann Koch schon einiges verlangen. Salazar ist stellvertretender Sprecher der Interessengemeinschaft Marktplatz. Jeder Betrieb ist hier auf der Suche. Jeder sucht in irgendeiner Form einen Koch, einen Servicekraft, einen Mitarbeiter. Was natürlich wirklich der Fall ist, dass am Marktplatz keiner Ruhetag hatte. Mittlerweile machen sie halt Ruhetage. Es gibt gastronomische Betriebe, die machen einen Schichtbetrieb. Ich habe 2 Schichtbetriebe, aber die haben eine Schicht. Und alle Betriebe quält dieselbe Frage. Ich frage mich, was könnte man denn machen, Leute zu bewegen, in die Gastro zu kommen? Na klar, Werbung, Marketing zu sein. Früher hieß es, wenn du irgendwo einen Job suchst, musst du dich eine tolle Bewerbung schreiben, dass das Unternehmen dich sieht und so. Heute ist es umgekehrt, heute muss das Unternehmen sagen, okay, hör mal zu, ich habe hier ein tolles Unternehmen, komm zu mir. Im Service beschäftigt Salazar 11 Festangestellte und 10 bis 30 Aushilfen, je nach Jahreszeit, Tag und Wetter. Er muss also auch kurzfristig gutes Personal abrufen können. Aktuell sind fast nur unerfahrene Kräfte auf dem Markt. Vor allem Schüler und Studenten wollen hier arbeiten. Es meldet sich keine Servicekraft, die erfahren ist und hier zack, lässt auf die Leute los und es funktioniert alles. Von denen habe ich 3, 4, aber brauche natürlich schon ein bisschen mehr. Auch Krankheitsfälle bringen Inhaber schnell an Grenzen. Jetzt eine Zeit, also jetzt zum Glück im Februar, März, jetzt vor ein paar Wochen, da habe ich 6 Leute, also 4 mit Corona, einer normal krank und die waren alle weg auf einmal. Das war sehr, sehr heftig. Da muss ich wirklich sagen, da war ich kurz vorm Schließen. Da hat die ganze Familie mit angepackt und dann hieß es... Rennen von morgens bis abends. Salazar sucht weiter und hofft, so wie einige seiner Nachbarn, bald wieder 7 Tage die Woche öffnen zu können. Gerade jetzt, wenn die Gäste ohne Corona-Beschränkungen die Vorzüge des Wetters und der Gastronomie auf dem Marktplatz genießen wollen.